In diese sauleckere Low-Carb-Big-Mac-Rolle kannst du genüsslich reinbeißen, ohne dabei schlechtes Gewissen zu haben. Und wie es funktioniert, zeige ich dir. Wir starten mit 150 Gramm Käse, Gouda oder Emmentaler. Nach 5 Sekunden Stufe 6 sieht das Ganze so aus. Dann geben wir 250 Gramm Quark sowie 3 Eier dazu. Das Ganze mixen wir jetzt 20 Sekunden, Stufe 3,5. Dann geben wir die Masse auf ein Backblech, ausgelegt mit Backpapier, und verteilen es gleichmäßig. Dann kommt es für 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. In der Zwischenzeit eine Zwiebel in den gereinigten Mixtopf geben, 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinert, sowie 250 Gramm Hackfleisch, 2 Teelöffel Paprika Edelsüß, 1 Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Pfeffer. Teigmodus 1 Minute und das Hackfleisch wird geknetet. Dann in eine beschichtete Pfanne mit etwas Öl scharf anbraten. Für die Soße kommen jetzt erstmal 50 Gramm Essiggurken in den Mixtopf, 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinert, sowie 80 Gramm Joghurt, 20 Gramm Ketchup und 10 Gramm Senf. Nach 20 Sekunden Stufe 3 habt ihr die perfekte Soße. Nachdem der Boden etwas abgekühlt ist, nacheinander die Soße, das Hackfleisch, den Käse sowie Salat und Tomaten gleichmäßig im mittleren Bereich verteilen. Danach mit Hilfe des Backpapiers die Big Mac-Rolle einrollen. Hier können wir es einmal gleich sehen. Ist auch gar nicht schwer, es löst sich auch fantastisch. Und dann mit Hilfe des Backpapiers nochmal aufs Backblech geben, mit Eigelb bestreichen. Ich habe ein paar Sesamkörner drüber gestreut und nochmal 10 Minuten 200 Grad backen. Fertig!